Willkommen zurück, Leute, zu To the Moon. Ja, im letzten Part wussten wir erstmal nicht, wo es weitergeht. Ich habe mich hier jetzt mal offscreen ein bisschen umgeguckt. Und ja, es wird wohl irgendwo da rechts sein, wo halt auch die vielen Charaktere sind. Aber wo genau, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich muss hier irgendwas übersehen haben. Mit irgendeinem muss ich doch hier reden können. Da steht hier. Ah, ich dachte, das wäre ein Busch oder sowas. Ob das wirklich eine gute Idee ist? Sie kommt schon klar, sie macht das nicht zum ersten Mal. Aber sie ist bisher noch nie allein geritten. Ich kann das, ich bin kein Kind. Oh. Oh. River. Ach, da reitet sie. Worauf wartest du? Komm schon. Hey, warte auf mich. Ich frage mich, ob Nils schon von dem Pferd runtergekommen ist. Ach stimmt, der war ja auch noch da drauf, auf einem. Eva! Das hier liegt 20% über meiner Belastungsgrenze. Was für ein Volltrottel. Zum Maiskolben damit. Aber wir können jetzt auch reiten. Ja, wo müssen wir denn hin? Ach, hier einfach folgen und dann kriegen wir nach und nach die ganzen Erinnerungen, oder wie? Nicht? Okay, über Blumen kann das Pferd anscheinend nicht drüber. Komm jetzt her. Ach, wir müssen ihn da runterkicken. Ich danke dir. Autsch. Na, wo ist er? Alter, wie weit ist er denn geflogen? Hier, dieses Momentum wird uns weiterhelfen. Aber ich setze mich nicht noch einmal auf dieses Pferd. Geh du und besorge die restlichen Memory Links. Hey, wie sind das denn? Sehen wir das hier irgendwo? Nö. Ja, also wo die jetzt sind, überhaupt keine Ahnung, aber. Irgendwie werden wir schon fündig. Hier oben vielleicht. Oder haben wir vielleicht sogar alle, weil ich habe da gerade gar keine Anzeige zu. Da gucken wir einfach mal, wie viele wir haben. Wir haben sogar alle. Dann bereiten wir das nochmal vor. Super einfach mal wieder. Und in die nächste Zeit. Mit dieser Handtasche von River. Die Diagnose steht fest. Ja, wir sind uns einig, was die Ergebnisse angeht. Leider, und dieses Schicksal teilen sie mit vielen Menschen, die von einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung betroffen sind, kommt die Diagnose spät. Hätten sie davon schon gewusst, als sie noch klein waren, hätte es ihnen vieles ersparen können. Haben sie irgendwelche Bücher darüber?
Dieses hier ist von Tony Edwards. Er ist eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Sie können es erstmal ausleihen. Kostenlos. Brennen Sie uns nur nicht damit durch. Danke, Doc. Nun, sind Sie beide ein Paar? Unverheiratet und ohne sonstige rechtliche Bindung. Ja, ich verstehe. Nun, ich könnte Sie an einen spezialisierten Therapeuten überweisen, wenn Sie das möchten. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten in Ihrer Beziehung? Nein. Und wie sehen Sie das? Nein, alles in Ordnung. Wie auch immer, Sie sollen das Buch ebenfalls lesen. Es wird Ihnen helfen, den Zustand Ihrer Partnerin zu verstehen. Ich? Ja, lieber nicht. Wieso nicht? Nun gut, es ist Ihre Entscheidung. Für die vorläufige Behandlung gibt es die sogenannte Hypotherapie. Die könnte ihr helfen. Eine Ranch nördlich von hier bietet sie an. Ich könnte das in die Wege leiten. Das haben die also da eben gemacht. Ich hab's dir doch gesagt. Tony Edwards. Der Autor einer Buchreihe über Rivers Störung. Ja. Ein echt cooler Typ, steht da plötzlich. Eine einfache gelbbraune Handtasche. Ja, super. Jetzt haben wir den Hinweis und da steht einfach nur, dass es ein Buch über die Krankheit ist, die sie hat. Aber was das für eine ist, wissen wir immer noch nicht. Entschuldigen Sie, können Sie bitte die Uhr leiser stellen? Sie kann das Ticken nicht gut ertragen. Ah, deswegen haben wir es ausgestellt. Ist nicht so schlimm, ich halte schon aus. Kein Problem, das mache ich gerne. Falls es noch etwas gibt, was Sie beunruhigt, sagen Sie mir Bescheid. Vielen Dank. Das erklärt dann wohl die Uhr in dem Haus. Etwas, das River nicht leiden kann. Ein Plüschnabeltier. Ich kann es einfach nicht fassen, dass diese Scheußlichkeit schon so früh in den Erinnerungen auftaucht. Da hat jemand sein Plüschtier wohl sehr sorgsam behandelt. Und hatte, was Tiere angeht, einen ziemlich miserablen Geschmack. Nicht mehr lange. Sie werden dich gleich anrufen. Wer soll sie denn anrufen? Isabelle vielleicht? Also mittlerweile habe ich echt den Blick dafür. Ja, aktivieren wir das mal. Gehen noch weiter in die Vergangenheit. Kinosaal? Oder was ist das? Müsste eigentlich. Psst, schau. Ich weiß, ich kann auch nicht glauben, dass er für diesen Film bezahlt hat. Nein, du Idiot. Schau, wir sind gesprungen. Heilige weichgekochte Makaroni, der Bengel ist allein im Kino, was für ein Versager. Du gehst ständig allein ins Kino. Das ist etwas anderes, niemand ist kompetent genug, meinen Geschmack zu verstehen. Aber das mal außen vor, wie kann sich jemand diesen Müll hier antun? Ja, ganz allein im Kino, der kleine John.
Und daraus folgt, dass der Film auf der Handlungsebene wie auch der Metaebene ein völliger Reinfall ist. QED. Komm schon, gehen wir. Was? Ach ja, richtig. Wir uns besser erstmal hier um. Aber hier ist anscheinend nichts. Boah, warte. Ich rede null mit einem Emo-Teenager. Grammatik, mein lieber Watson. Sei du bloß ruhig. Grammatik ist ja nicht mein ganzer Satz. Lass uns einfach nach den Mementos schauen gehen. Los, kommen wir nicht. Huch. Der ist verschwunden. Der auch. Was tust du? Das ist jetzt die dritte Person, die du entfernt hast. Ist da nichts Endgültiges? Ja, entfernen wir mal alle. Du weißt, dass es nichts bringt, sie so zu beseitigen, richtig? Wo ist dann das Problem? Waren das nicht alle? Oder hat das wohl jetzt einfach gar nichts gebracht? Versetzt worden? Das ist der Moment für ein Polaroid. Du kannst dich gut in deinesgleichen fühlen, wie ich sehe. Ah, hier sind noch ein paar. Und nu? Hey, ich will ihm eine Freundin basteln. Können wir ihm nicht eine Freundin basteln, Eva? Nein. Oh. Ach, da ist noch jemand. Guck, jetzt ist dieser Ort vollkommen leer und gespenstisch. Ich hoffe, du bist nun glücklich. Das Licht gibt nach. Jetzt vielleicht mit ihm reden? Hey, Joe, erspar uns das, lass ihn in Ruhe. Ich bin nicht am Laufen. Hier ist nichts. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich fürchte, wir müssen ihn nochmal ausquetschen. Viel Erfolg. Wenigstens sind hier diesmal keine Oliven. Nanu? Ach, hier hat er sie kennengelernt, oder wie? River? Du warst die ganze Zeit da drin? Ich habe im Foyer auf dich gewartet und dachte schon, du wärst nicht gekommen. Warum bist du rausgegangen? Ich dachte, wir wollten den Film gemeinsam sehen. Was? Das wollte ich dich fragen. Wie meinst du das? Wir haben den Film gemeinsam angeschaut und plötzlich bist du rausgegangen. Wir haben ihn nicht zusammen angeschaut. Ich wusste doch nicht mal, dass du hier bist. Wenn du mich gesehen hast, warum bist du nicht zu mir gekommen? Was macht das für einen Unterschied? Wir haben uns denselben Film im selben Raum angeschaut. Was hast du? Du bist so merkwürdig. Möchtest du den Film jetzt nicht mehr mit mir zusammen anschauen? Klar will ich das.
Komm, lass uns reingehen, bevor er vorbei ist. Ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt eine clevere Bemerkung machen. Dein Gefühl täuscht dich. Hoffentlich wartet da drin die nächste Mitfahrgelegenheit. Küssen sie sich jetzt, oder wie? Juhu, wir haben alles zusammen. Und hier liegt wieder Schnabeltier. So, bereiten wir das noch vor. Alter, bin ich gut geworden. Ich schaffe immer das momentan ideal. Gut, aber reisen werden wir damit erst im nächsten Part. Denn die Zeit ist leider wieder rum. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Wenn es euch gefällt, Däumchen nicht vergessen. Und bis morgen. Ciao, ciao.